Für die heutige Umfrage habe ich mir wieder höchst interessante Fragen ausgedacht, daher ich aber keine Lust hatte, die Antworten zu googeln, weil im Internet steht ja eh nur Blödsinn, dachte ich mir, da befrage ich doch einfach mal wieder die Magdeburger. Stimmt's? Ich glaube, das war ein Ja. Hallo, auf einer Kanal Magdeburg, kurze Frage. Und zwar ist da gestern hier im Zoo Magdeburg ein Homo sapiens abgängig. Was sagt ihr denn dazu? Wie kann sowas passieren? Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, entweder nicht genug Sicherung oder die werden halt auch immer intelligenter, ja. Das ist nicht irgendwo in Afrika, Homo sapiens, das geht dir, oder? Say what? Aber wie könnte man denn so eine Sicherheitsmaßnahme verstärken, damit so ein Homo sapiens nicht mehr abhauen kann? Ich denke jetzt die Gehege oder so, wenn das jetzt direkt aus dem Gehege ist, die Gehege halt nochmal richtig sicher bauen. Gekuppeltes Gehege vielleicht, dass es so wie bei den Vögeln, sag ich mal, so direkt abgesperrt ist alles. Ja. Meinst du? Sicherheitsleute mehr. Überleg mal, was ist denn ein Homo sapiens, Franz? Ja, das ist doch so vom Steinzeitmenschen, stimmt's? Wenn das deine Lehrerin sieht. Andere Frage, wie sieht denn so ein Homo sapiens aus? Was? Wie soll ich das sagen? Auf zwei Beinen? Ja. Zwei Beinen? Ja. Und dann? Ein bisschen fällig. So eine Art Menschenaffe, oder? Ein Menschenaffe? Was hast du? Ja, auch so. Das war doch so ein Abgänger vom Steinzeitmensch. Wie könnte man ihn dann sonst noch so nennen, wenn das so ein Abgänger ist? Na, Steinzeitmensch. Steinzeitmensch. Aber wenn es im Zoo ist, dann kann es ja kein Steinzeitmensch sein. Richtig. Was könnte es denn dann sein? Ein Tier. Ein Tier? Ja. Was für eins? Wie sieht's aus? Was Homo sapiens? Ich weiß es nicht. Oh. Eigentlich ein Mensch? Eigentlich? Okay. So auf unsere Größe halt, ja. Okay, was heißt eigentlich? Eigentlich nicht. Ohne eigentlich. Okay, eigentlich ohne eigentlich. Franz, was bist denn du? Mensch. Aha. Wie heißt das? Auf Lateinisch? Ich hab kein Latein. Hast du denn schon mal eingesehen? Also, was meinst du? Geh mal davon aus, ja. Du könntest jetzt mal heimlich nach links gucken, mich angucken oder meinen Kameramann angucken. Menschen halt. Ja. Ja. So, und was ist jetzt ein Homo sapiens? Ein Mensch. Ja! Hallo, schönen guten Tag, offener Kanal Magdeburg. Nicht erschrecken, wir tun Ihnen doch nichts. Die Kamera scheu. Ah, soll ich Ihnen ein bisschen... Ich zensiere Sie, ist das okay? Ja. Okay, passen Sie auf. Und zwar kam jetzt heraus, dass man Silberfische gar nicht essen kann. Was sagen Sie denn dazu? Also, was sag ich dazu? Ich find's gut. Hm, warum? Weil die laufen immer so rum und die laufen. Ich weiß gar nicht, was man die essen konnte. Also. Die Fische laufen? Mutanten. Schön. Sorry. Hat schon nie gegessen. Okay. Also, wollte schon nicht machen. Okay, also nochmal. Genau. So, schneiden Sie bis hier raus, ja? Soll ich immer die Frage am Telefon stellen? Mach mal lauter, dann könnt ihr. Lukas! Ich hoffe, Sie haben was an. Sie sind gerade im Fernsehen. Also folgendes, jetzt kam heraus, dass Silberfische nicht essbar sind. Was sagen Sie dazu? Der lacht genauso. Also Silberfische, die, was, die sind ja halt immer auf dem Boden. Ja, keine Ahnung. Mir ist das egal, weil ich esse einfach keinen Fisch. Ach so. Hallo, schönen guten Tag, offener Kanal Magdeburg. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Der spanische Euro, der ist ja jetzt gesunken. Und da meinen jetzt ganz viele, unsere Wirtschaft. Was meinen Sie, ist das gefährlich für unsere Wirtschaft? Für unsere Wirtschaft sicherlich nicht. Deutschland hat ja, ist ja das Wirtschaftsland Europas. Nein, für uns nicht. Aber für Spanien halt? Sicherlich, aber für uns, denke ich mal, hat das keine Auswirkungen. Nein, auf keinen Fall. Deutschland ist zu stark. Spanischer Euro. Der spanische Euro. Gibt es nicht das spanische Euro, es gibt nur Euro. Ach so. Ah. Das ist jetzt blöd. Das ist blöd, was, ja. Was soll ich Sie dann fragen? Wie geht's Ihnen? Nee, brauchen Sie nicht. Ach, dann brauche ich Sie nicht mehr fragen. Okay, dann schönen Tag noch. Ciao. Kann ich einmal reingreifen? Ciao. So, erst hier. Ja, Reporter braucht ja auch Nahrung. Was ist denn das? Sind schon da noch? Mhm. Das ist bestimmt fake, oder? Das kommt hier, Freund. Ah, weiter. Super.